Herzlich willkommen auf einem neuen Video, in einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar nehme ich euch heute mit, ich habe wieder was gefunden und das seht ihr jetzt im Hintergrund. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal los. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier wieder ein Teil einer verlassenen Armeestation. Und zwar haben wir ja bei uns in der Gegend ziemlich viele. Und das ist wieder eine davon. Hier wurden laut meiner Recherchen Benzin und im Endeffekt ja Waffen gelagert. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon wieder alles beschmiert. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, warum man sowas macht, aber gut, ist so. Ist schon ziemlich abgerockt das Ganze, ne? Toiletten. Warum man hier alles kaputt machen muss, das weiß ich auch nicht. Da bin ich immer wieder erstaunt, warum man denn grundsätzlich dann alles immer zusammenschlagen muss. Das verstehe ich nicht ganz, aber es ist halt nun mal so. Ganz schön abgerockt hier. Ja, dann gehen wir noch mal weiter. Ich hab mich fast auf die Fresse gehauen. Aber so in der Richtung ist es hier, ne? Wenn man sich das so anschaut. Also auf jeden Fall war es irgendwas mit so einer Versorgungseinheit, irgendwas in der Richtung. Weil da oben drin waren jetzt ja Pumpenanlagen und so. Definitiv. Schon krass, ne? Guckt euch das an. Fast was übersehen. Es scheint so ein alter Wachposten zu sein. Ja, war er drin. Der Long Ranger. Wahnsinn. Ja, und hier haben wir im Endeffekt die Bunkeranlagen, wo die Munition und ähnliches gelagert worden ist. Krasser Scheiß.
Mal gucken, ob der eine oder andere offen ist. Wo wir vielleicht mal reinschauen können. Das sind alles so Erdbunker oder so. Und da wurde letztendlich die Munition gelagert. Und laut meinen Informationen war das so, dass das im Endeffekt vom Kalten Krieg war oder ist. Dass da halt hier die ganzen Munition und so und Nuklearwaffen für andere Länder, die keine Möglichkeiten hatten, das zu lagern, für die war das dann hier so eine Möglichkeit. Absolut verrückt. Sieht auch nicht so aus, als wäre noch offen. Das probieren wir einfach mal. Nee, sind zu. Absolut krass, oder? Wahnsinn. Also ich bin immer wieder begeistert, dass sowas eigentlich bei uns in der Nähe frei ist, ne? Oder leer steht. Unfassbar. Das ist schon komplett verrückt. Wahnsinn. Ja, hier haben sich mal wieder ein paar Graffiti-Künstler verewigt. Es scheinen alle zu sein, also es sieht so aus, als käme in keinen dieser Bunker rein. Schade eigentlich, weil es überall ein Schloss davor. Da vorne? Ha, da vorne ist einer offen. Ist ja geil. Ist ja geil. Ja, nee, das ist nicht offen. Ne, das ist nicht offen. Aber anscheinend ist da was für Fledermäuse. Deswegen ist der nicht offen. Also hier können Fledermäuse rein und rausfliegen anscheinend. Da können wir vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Riesengroßes Teil. Krass. Ja. Schon verrückt. We'll be right back.
In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann würde ich sagen, vielen Dank für euren Support. Adios.